So, einen wunderschönen guten Morgen zum Livestream, beziehungsweise ist es gar kein Livestream, sondern ein Video, denn ich habe mich entschieden, die nächsten 2 Tage dann doch nochmal die Analyse als Video aufzunehmen, jetzt gleich hochzuladen, um euch da eine bessere Qualität zu liefern. 8.7.2021, Donnerstag, 8 Uhr ist es aktuell, somit nicht 8.50 Uhr. Wir werden uns natürlich mit dem DAX vorrangig beschäftigen, schauen, denn der ist wieder in der Range nach oben gelaufen, seitdem er gestern oder vorgestern vielmehr im unteren Ende dieser doch etwas größeren Range endet. Lief er gestern nach oben, schaffte es aber wieder nicht, nach oben auszubrechen. Der S&P als Beispiel baute nochmal neue All-Time-Highs auch, ging nochmal ein Stück weit höher, aber unser lieber DAX schaffte es nicht nachhaltig über die Range nach oben drüber hinaus, sondern lief wieder nach unten und hängt mitten in der Range. Wir werden uns gleich mit den Thematiken beschäftigen, vor allem überlegen, was könnten wir gegebenenfalls am heutigen Tag machen und natürlich auch mal ganz kurz auf die Wirtschaftskennzahlen schauen. Da kommt nicht viel, das kann ich vorwegnehmen, aber wir gucken trotzdem mal kurz drauf. Vorab der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass er all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen direkt auf die Stream-Seite. Ich klicke meine Software hier weg und wir blicken ganz kurz auf den Webinare und Eventkalender für den heutigen Tag. Da starten wir nicht um 8.50 Uhr mit dem Stream, sondern da ist das Video schon da. 9.30 Uhr dann der Christian Kämmerer mit dem Devisenradar und um 10 Uhr mit Andreas zusammen der Live-Trading-Room. Gleiches wird morgen auch nochmal stattfinden. Am Montag dann wieder die US Opening Bell mit hinzugefügt. Dann ich auch wieder im Live-Trading-Room und dann auch die Qualität mit den Livestreams besser wieder, da ich dann wieder im Office sein werde am Wochenende. Am Sonntag wird dann auch die Trading-Wochenanalyse stattfinden, wo wir dann aufs übergeordnete Bild schauen, auch ein wenig die letzten 1 bis 2 Wochen Revue passieren lassen. Was ist da eigentlich passiert? Von meiner Seite Gott sei Dank nicht so nennenswert viel. Mal gucken, ob dann in der kommenden Handelswoche spätestens die Bewegung wieder losgeht. Und mal gucken, ob es die Märkte schaffen, weiter nach oben zu laufen oder ob es dann eben so langsam dann doch mal ein wenig hadert. Wir gehen ganz kurz auch über die Headlines des heutigen Tages drüber, über die Wirtschaftskennzahlen. Da kommt nichts, da kommt auch morgen nicht mehr nennenswert viel, außer dass Christine Lagarde nochmal spricht, die EZB-Präsidentin, die ja da über die Geldpolitik der EU immer gerne mal philosophiert, beziehungsweise hier natürlich Statements abgeben kann. Bezüglich der Geldpolitik aus den USA hatten wir gestern das FOMC-Protokoll. Hier wurde nochmals ja geschrieben, dass zum einen jetzt mittlerweile schon der ein oder andere davon ausgeht, das ist allerdings nichts Neues gewesen, dass wir im Jahre 2023 oder zumindest bis ins Jahr 2023, Tendenz geht natürlich in Richtung 2023, dann die Zinsen so langsam mal angehoben werden könnten in den USA. Also das ist allerdings nichts Neues, das hatten wir auch schon kürzlich mal besprochen als Thema. Das nahm der Markt auch nichts als nennenswert Neues auf. Was er positiv aufnahm, ist, dass die aktuelle Geldpolitik erstmal noch so weitergeht. Entweder bis Ende Juli, wo wir erneut eine Zinsentscheidung bekommen werden, oder aber dann bis Ende August. Jackson Hole, eine große Konferenz, wo sich Fed-Officials bzw. die ganzen Zuständigen für die Geldpolitik in den USA treffen. Dort könnte beschlossen werden, dass dann eben das Anleihenkaufprogramm ein wenig zurückgenommen wird, dass dort eben die laxe Geldpolitik dann eben ein Ende findet. Mal schauen, wie es dann die Märkte aufnehmen. Aktuell ist es noch so, dass die Märkte es positiv aufnahmen, weil es keine Veränderung gab in diesem Anleihenkaufprogramm Gedanken und von daher ist das alles so Business as usual in den USA. Wenn wir über die Headlines des heutigen Tages drüber schauen, findet man auch nicht, sondern nicht viel. Hier ist noch eine Headline bezüglich dieser Notenbank Protokoll des gestrigen Tages und viel mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht zu begutachten. Somit gehen wir relativ zügig auf den Markt drauf. Wir schauen uns das Bild hier mal an. Das Bild spricht eigentlich Bände, wenn wir uns den oberen Bereich und den unteren Bereich unten als Unterstützung, oben als Widerstand anschauen und so tat es der Markt gestern dann auch wieder. Und wir sprachen darüber, wir hatten ja die Schlusskurse des vorgestrigen Tages hier unten. Ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug mit hinzu und wir schauen uns das Ganze mal an. Also wir hatten ja die Schlusskurse von vorgestern hier unten. Wir hatten schon durchaus gesagt, hey, ja, wir hatten den Bereich hier, diesen roten Bereich, den habe ich für den heutigen Tag ein Stück weit nach oben versetzt. Wir hatten hier einen Bereich, hatten gesagt, hey, wenn wir hier Wendungen sehen sollten, dann wäre es denkbar, dass wir aus diesem Bereich gegebenenfalls auch mal einen Short wagen können. Wieder zurück in Richtung untere Grenze. Das wäre durchaus denkbar gewesen. Wir sprachen hier mit einer Chance oder wir sprachen hier um eine Chance von etwa 100 Punkten. Das kam nicht so. Dieser Bereich wurde mit Schmackes nach oben durchstoßen. Dann seht ihr, dass der Markt eben auch immer wieder dann Unterstützung fand in diesen Bereichen.
schlussendlich dann in den oberen Seitwärtszonenbereich reinlief, dort wieder dann absprallte und ja, schlussendlich jetzt ein wenig unterhalb dieser Area landet. So, jetzt ist die große Frage für den heutigen Tag gar nicht, okay, das, was wir jetzt sehen aus der Vergangenheit, vor allem eben auch aus dieser aktuellen Handelswoche, aus der Woche auch zuvor, dass wir in dieser Range sind. Die große Frage ist es ja jetzt, schafft es der Markt nach oben auszubrechen? Wir gehen mal eine Stufe höher, wir gehen mal in den 30-Minuten-Chart, schieben das Bild hier auch mal ein Stück weit zusammen. Die Frage ist jetzt, wann und vor allem in welchem Maße schafft es der DAX überhaupt aus dieser Handelsspanne auszubrechen? Und das ist schon fast etwas Historisches, wenn man sich das hier anschaut, was das für eine schöne Spanne ist. Wenn wir hier mal schauen, 18. Juni, das ist so in etwa der Start, beziehungsweise 18., 19., das waren so die Tage, wo es dann eben nochmal ein bisschen Bewegung gab und seitdem sind wir in dieser Spanne hängen. Das ist allerdings nichts Neues, das hatten wir uns immer wieder angeschaut, eine obere, untere Grenze, Spannungen hin und her, das hatten wir uns als solches angeschaut. Ihr seht ja auch diese Bereiche in dieser Area, die wir uns dort immer zurechtgelegt haben, als Unterstützung, beziehungsweise von der Oberseite dann als Widerstand. Jetzt ist die große Frage, guckt mal, wir kämpfen uns jetzt gerade in diesen oberen Bereich rein, prallt nochmal ab, ging nochmal nach oben, prallten wieder ab. Und jetzt ist die Frage, ob es der Markt nun schafft, vielleicht nach oben hier hinaus zu laufen, vielleicht auch der DAX nochmals neue Allzeithochs markieren kann. Die Frage kann ich euch natürlich nicht beantworten, aber wir können erstmal charttechnisch überlegen, okay, wo wären denn die nächsten kleineren Ziele? Wenn wir mal uns die Bewegung des gestrigen Tages anschauen, dann ist die gar nicht so schlecht. Also die Volatilität an sich ist gar nicht so übel. Wenn wir uns mal schauen, okay, dann ging es eben einen Tag mal nach unten, dann gestern wieder nach oben. Und zuvor war das ähnlich, immer von oben nach unten, von unten nach oben. Also wir haben eigentlich Bewegungen, wenn man unten mal schaut, sind wir unterhalb der 500er Marke, hier oben liegen wir im Bereich um die Marke 700. Also wir schwanken da schon gut. Und die Frage ist jetzt, schafft es diese Schwankung, schafft es der Markt dann eben auch mal diese Bewegung vielleicht nach oben so ein Stück weit mitzunehmen? Ich würde vorsichtig behaupten wollen, dass er zum einen ja natürlich die Chance hat, nach oben rauszugehen, aber auf der anderen Seite hier höchstwahrscheinlich dann ein wenig schwächelt. Der nächste markante Bereich, das liegt so, ist so der Bereich um die Marke 750, welcher da durchaus angelaufen werden kann. Auch schon mal ein Versuch hier aus dieser Range auszubrechen, danach ging es wieder markant nach unten. Und dann kommen nochmal so ein paar nächste wichtige Bereiche. Dieser hier knapp drüber, der zählt eigentlich nicht. Das ist so in etwa eine Area und dann kommen hier schon fast die All-Time-Highs. Dann kommt der Bereich um die Marke 800 und dann auch hier ganz knapp darüber der Bereich, ganz knapp oberhalb von 800, die ehemaligen Allzeithochs. Somit haben wir zumindest erstmal zwei Bereiche auf der Nordseite, die für etwaige Käufe, die da heute durchaus eine Relevanz haben könnten, welche dort als Zielbereiche im Raum stehen. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass wir nennenswert neue Allzeithochs ausbauen. Das kann passieren. 20 Punkte, 30 Punkte, würde ich mal schon als realistisch betrachten wollen, viel mehr oder nicht. Und da liegen wir ja dann schlussendlich, wenn das so käme, und das wäre schon in meinen Augen so das positivste Szenario, würden wir bis in diesen Bereich realistisch laufen können. Nun sind wir ja zu dieser Aufwärtsbewegung ein Stück weit zurückgekommen. Wir haben auch nochmals einen richtungsentscheidenden Bereich für den unteren Tag. Das ist hier so, müsste ich gleich nochmal messen. Aber es ist so der Bereich um die Marke knapp oberhalb der 600er Marke. Das ist für mich der richtungsentscheidende Bereich und somit wäre es für den heutigen Tag denkbar. Die Ziele hatten wir jetzt gerade schon mal uns angeschaut, dass wir vielleicht schon nochmal ein Stück weit zurückkommen, idealerweise hier Stärke finden, zumindest dann wieder zurück in die Schlusskurse, um dann hier eben doch vielleicht mal nach oben auszubrechen und entsprechend dann die nächsten Ziele anzulaufen. Das wäre zumindest oberhalb dieser 600er Marke denkbar. Ich messe das nochmal ganz kurz, das hatte ich nur so angepasst. Ja, es ist so der Bereich 620 startend bis in den Bereich 610, also das ist so der richtungsentscheidende Bereich, so oberhalb der 610. Alles, was da drunter ist, und da ging es ja gestern dann auch schnell, da schiebe ich das Bild mal ein Stück weit zusammen, hier unten kann es dann auch wieder schnell gen Süden gehen. Also wenn wir diesen 610er Bereich dann doch wieder nach unten durchstoßen, dann auch hier drunter bleiben, dann kann es natürlich auch schnell wieder in diesen Bereich hier unten laufen, wieder einfach in den unteren Seitwärtszonenbereich. Vielmehr würde ich hier auch erstmal nicht annehmen und dafür tätigen wir nochmal ganz kurz auch den Blick natürlich in Richtung der US-Märkte. Auch hier sahen wir gestern wieder neue Allzeithochs, sind jetzt hier so ganz, ganz leicht konsolidierend. Und hier muss man ja auch sagen, wenn natürlich hier ein Tag wie vorgestern stattfindet, wo wir ein bisschen stärker konsolidieren, dann ist es auch denkbar, dass der DAX dann doch auch mal die Schwäche findet, nach unten rauszugehen. Aber solange das nicht so ist und solange der da irgendwie so ein bisschen konsolidiert und doch wieder Stärke findet, und es gibt fundamental, wie gesagt, eigentlich jetzt nichts, was so starke Bewegungen herbeirufen kann, und von daher mal gucken, vielleicht gehen wir hier ein bisschen entspannter aus der Woche raus und dann müssen wir uns morgen, nächste Woche anschauen, was dann schlussendlich passiert. Wir dürfen auch nicht vergessen, ihr erinnert euch an diese Saisonalitäten, wir sind noch in der ersten Juli-Hälfte.
Und die war ja wohlgemerkt stark saisonal bedingt und wir sehen jetzt auch wieder Stärke und somit ist es auch denkbar, dass dann erstmal noch die nächsten Tage stark bleiben und dann können wir mal auf die Saisonalität draufschauen, denn dann geht es saisonal bedingt zumindest in den nächsten Wochen erstmal den gen Süden und vielleicht nutzt die Saisonalität der Markt dann auch aus und zeigt endlich mal ein wenig konsolidierende Bewegung. Was heißt endlich? Vielleicht geht es dann eben mal in die andere Richtung. Aktuell sind wir ja charttechnisch hauptsächlich long. Ganz kurz vielleicht noch Euro, US-Dollar. Hier sind wir ja vorgestern oder vorvorgestern, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall in dieser Woche waren wir mal kurz nach oben raus, durchbrachen dann den Markt, die Trendlinie auch wieder nach unten. Ich habe jetzt mal hier so nächsten Zielbereich auf der Unterseite für die aktuelle Abwärtsbewegung nochmal herausgesucht. Das könnte durchaus angelaufen werden. Das ist der Bereich um die Marke 17,12 bis 17,20, sowas um die Drehe, da könnte man durchaus hinlaufen. Das sind auch noch so 80 Ticks auf der Unterseite, beziehungsweise wenn man es hier mal ein bisschen genauer nimmt, Halbstundenchart, sollten wir jetzt hier zumindest eigentlich den Hochpunkt hier nach oben überschreiten, mindestens den Hochpunkt nach oben überschreiten, wenn nicht sogar eben diese Area, um hier wieder long denken zu dürfen. Ja, alles untere darunter ist eben vom kleineren Bilde short und natürlich vom größeren Bilde ebenfalls alles short tendierend. Und dieser kleine Versuch hier nach oben mal rauszugehen, da warnte ich ja schon davor, dass da man da eben aufpassen muss. Der große Trend ist abwärts und somit sagte ich, wenn wir hier unter diese Trendlinie gehen, dann sollte man zumindest die Käufe zurücknehmen und dann eben auch gegebenenfalls an Verkäufe denken. Ganz kurz abschließend noch der Blick auf den Goldpreis. Hier sind wir so ein bisschen zusammenziehen, wobei wir jetzt wieder leicht nach unten kommen. Innerhalb dieser zwei grünen Bereiche ist alles erstmal noch long in meinen Augen. Somit hier durchaus immer noch die Möglichkeit, dass der Markt zumindest in den nächsten Zielbereich um die Marke 18,24 läuft. Wenn man hier Käufe findet, wäre das eine interessante Chance. Hier kann man ja durchaus auch wieder mit $20 Bewegung arbeiten als realistisches Ziel. Sollten wir allerdings da drunter laufen und hier kann man jetzt auch mehr oder weniger so immer mal anfangen, so ein paar Trendlinien einzuzeichnen. Sollten wir unter die 17,90 kommen, dann wäre es denkbar, dass auch hier, ja, wie der Euro-US-Dollar schlussendlich dann der Goldpreis ebenfalls die Abwärtsspirale weiter aufnimmt. Und man darf auch hier nicht vergessen, das ist ein Punkt, den wir auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder ansprachen, die Korrelation zwischen Euro-US-Dollar und Gold. Das vergaß ich gestern anzusprechen aufgrund dessen, weil auch die Verbindung ja so schlecht war. Aber das hier eben durchaus denkbar, wenn der Euro-US-Dollar weiter Schwäche sieht, was er ja mehr oder weniger da unten sieht, dass sich dann eben der Goldpreis auch dieser Schwäche wieder anpasst. Das war zumindest in den letzten Wochen und Monaten gerne mal so, dass das der Goldpreis tat, beziehungsweise vice versa, der Euro-US-Dollar von der Tendenz her gleich war. Und somit wäre es denkbar, dass hier sich dann, wenn der Euro-US-Dollar weiter nach unten läuft, dann eben auch der Goldpreis erstmal wieder gen Süden verabschiedet. Aber für Euro-US-Dollar und Gold habe ich jetzt nicht so die Ideen. Wie gesagt, schauen wir mal auf den DAX, ob der oberhalb bleibt oder ob er doch in der Range dann doch wieder das Ganze nach unten abarbeitet. Ich wünsche euch zumindest für den heutigen Tag erstmal gut Trades im Megatrading. Würde mich freuen, wenn ihr morgen das Video wieder anschaut, da werde ich es ähnlich machen, beziehungsweise Wochenende Trading, Wochenanalyse, dann auch wieder live als Livestream aus dem Office und nächste Woche geht es dann wie gewohnt weiter. Bis dahin euch nur das Beste, euer Markus Klebe, bye bye und ciao, tschüss. JFT, just fair and direct.